Hallihallo und damit ganz herzlich willkommen zurück hier bei Ungespielte Welten und dem Horrorspiel The Dog, der Hund. Aber das muss ich euch wahrscheinlich nicht übersetzen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Leute, wer hätt's gedacht? Es ist Sommer draußen, es ist heiß draußen und wer erkältet sich? Na klar. Ich. Deswegen verzeiht mir, falls meine Stimme heute etwas anders klingt oder ich noch verpeilter bin, als ich es eh schon bin. Aber egal. Wir ziehen das Ding ja heute durch und gucken uns mal was richtig Spannendes an, machen uns einen gemütlichen Abend und zählt hier nichts auf. Wir spielen hier einen Vater, der zusammen mit seiner Familie recht idyllisch in einem, naja, schicken, kleinen und gemütlichen Häuschen wohnt. Aber man sagt ja, auch in den schicksten Häusern verlaufen Abwasserkanäle. Also, mal sehen, welche mysteriösen Geheimnisse diese Familie vor uns verstecken will. Und ich weiß nicht ganz genau, wie lange das Game hier jetzt dauern soll. Einige sagen 10 Minuten, andere wieder eine halbe Stunde. Naja, sollte es doch recht kurz sein, gucken wir uns nach diesem Spiel gerne nochmal was anderes an. Hatte da noch was Cooles auf itch.io gefunden, also gerne am Ende noch dranbleiben. Aber jetzt würde ich sagen, wir starten ein neues kleines Abenteuer. Ich wünsche euch jetzt richtig, richtig viel Spaß bei The Dog. Benutzen Sie Kopfhörer für ein besseres Erlebnis. The Dog bei Ships Captain Studios. So Leute, wir sitzen hier also scheinbar irgendwie an einem Armbrutstisch oder so. Nee, mit der Familie frühstücken. Wir frühstücken hier also mit der Familie. Das ist hier ein leckerer Frühstückstisch. Und ich würde sagen, wir gucken uns hier erstmal wieder so ein bisschen um. Auf jeden Fall kann man jetzt schon mal sagen, eine richtig schicke Bude haben die hier. So, wir haben es 9.50 Uhr in der Früh. Und was haben wir denn hier so Leckeres auf dem Tisch? Das sieht ja mal aus wie richtig große Pancakes oder so mit einem Stück Butter drauf. Auf jeden Fall immer eine gute Idee. Hier nochmal schön Orangensaft mit, ja was ist denn das? Käsewürfel oder sowas, irgendwie sowas wird das schon sein, ne? Wer kennt's nicht, ganz, ganz lecker. Und ja, wer ist denn das hier? Unser Sohn wahrscheinlich. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Bob. Das hier ist Bob, hat eine XXL-Schüssel Cornflakes hier aus dieser relativ unscharfen Packung. Und unsere, ja, das ist dann wahrscheinlich unsere Tochter, ne? Nennen wir sie einfach mal Christine. Bob und Christine, unsere Kinder, hat hier einen Toast. Sie lässt hier mal ein bisschen ihre Butter zerlaufen. Und da vorne sitzt dann wahrscheinlich unsere Ehefrau. Die nennen wir jetzt einfach mal Barbara. Barbara mit ihrer wunderschönen neuen, ja, Holzfrisur. Ne? Also trägt man ja heutzutage so. Sieht man an jeder Straßenecke, ist ja modern heute, sieht wunderschön aus. So, und jetzt gucken wir mal nach, was wir hier machen müssen mit der Familie, frühstücken. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier erstmal unsere Pancakes essen. Wir drücken hier einmal rauf, linke Maustaste, zack. Ja, das schmeckt auf jeden Fall richtig. Leute, ich dachte gerade, ich hätte mich versehen. Da vorne bewegt sich einfach mal die Türklinke. Das Spiel heißt The Dog. Ist da vielleicht der Hund eingesperrt? Barbara, würdest du vielleicht mal kurz den Hund rauslassen? Ich glaube, der müsste mal. Barbara interessiert das scheinbar gar nicht. Naja, egal. Dann soll es uns auch erstmal nicht weiter interessieren. Ich würde sagen, wir essen hier mal weiter, ehe unsere Pancakes kalt wären. So, wir drücken hier wieder rauf. Linke Maustaste und zack. Ich glaube, der Hund müsste wirklich mal dringend, Barbara. Lass ihn doch mal raus. Wie stark ist denn bitte der Hund? Ah, nee, also ja, dann ist das nicht Bob, ne? Dann ist das jetzt hier Billy. Unser Sohn heißt Billy. Papa, wer ist das? Keine Sorge, Kumpel. Jetzt glotz dich so, ess deine Cornflakes hier weiter. Mach dir keine Sorgen hier. Das ist nur unser Hund. Unser Hund. Also wir haben unseren Hund scheinbar wirklich dahinter dieser Türe eingesperrt oder so. Aber warum? Warum? Wer weiß, was das für ein Hund ist. Also Billy, wie gesagt, ne? Ist hier schön deine Cornflakes weiter. Es ist nur unser Hund. Leute, wie der geguckt hat. Die Augen. Den Hund beruhigen. Space, aufstehen. Ah, seht ihr Leute, wir können doch noch aufstehen hier. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ne? Ist eine schöne Bude hier. Schön eingerichtet das Ding. Schöne Tischdecke hier.
So, können wir hier noch mehr machen? Nee, wahrscheinlich nicht. Space, wir können aufstehen. Dann würde ich sagen, stehen wir jetzt einfach mal auf. Zack. Was passiert jetzt? So, wir stehen. Jetzt können wir auf jeden Fall rumlaufen. Ja, also bevor wir den Hund beruhigen, ne, ihr kennt mich ja, gucken wir uns hier erstmal wieder so ein bisschen um. Kühlschrank können wir benutzen. Was haben wir denn hier Schönes drin? Oizia von Mods. Ja, ne, könnt ihr selber lesen. Keine Ahnung, was das heißt. Hier noch ein schöner, leckerer Joghurt oder so. Was ist das hier? Sieht aus wie Melonenstücke oder so. Haben wir hier noch irgendwelche interessanten Sachen drin? Nanta Carry oder so. Ach, keine Ahnung. Hier, Klappe wieder zu. Zack. Haben wir hier noch was drin? Können wir uns eigentlich hinhocken? Ja, wir können uns hinhocken. Einmal C drücken. Das sieht doch aus wie Nutello, ne? Wir wissen, was es sein soll. Und das hier, oh, ich dachte gerade tatsächlich, es wären meine Lieblingskekse, also meine echten Lieblingskäse. Kennt ihr, ja, ich weiß nicht, darf man hier eine Marke sagen? Wahrscheinlich ja, oder? Kennt ihr Softcake? Die sind richtig, richtig gut. Aber nur die Orangensorte, also nicht diese Himbeersorte, die finde ich nicht so geil. Aber die Orangensorte, die ist richtig, richtig cool. Aber das hier ist jetzt kein Softcake, das hier ist irgendein, ja, Saft. Schön Schlagsahne, aber gut. Machen wir wieder zu, das Ding. Und wir gehen mal weiter. Jetzt gucken wir mal nach, ob die hier noch irgendwas machen. Aber ich glaube nicht. Wie hieß er nochmal? Bob, ne? Nee, Bobby. Nee, Billy. Billy hieß er. Genau. Bob hatten wir ihn erst genannt. Aber er ist nicht Bob. Es ist Billy. Oh ja, ich glaube, der muss wirklich mal raus. Ich glaube, der kriegt hier langsam Blähungen oder so. Naja, wir gehen mal hier zur Türe und gucken nach, was der Hund... Leute, was ist das für ein Hund? Aber guckt euch doch jetzt mal hier diesen Toast an. Hat die hier einfach ihr Stück Butter draufgelegt und wartet, bis das Ding hier verläuft, oder wie? Wahrscheinlich, oder? Naja, egal. So, Barbara sitzt immer noch hier. Wir öffnen mal die Türe, würde ich sagen. Wir drücken mal. Ach, halt den Mund endlich! Wie heißt der Hund einfach eigentlich? Ja, wissen wir nicht. Der Hund ist namenlos. Wir können ihm ja einfach auch irgendeinen Namen geben. Decken wir uns noch aus. Also, halt den Mund. Ja, braves Hündchen. So, ich glaube, er ist still. Dann würde ich sagen, verlassen wir hier mal wieder. Hallo? Türe ist immer noch zu. Mit der Familie weiter frühstücken. Ja, bevor wir das machen, gucken wir uns jetzt hier aber erstmal um. Was haben wir hier Schönes? Ja, und wie gesagt, Leute, ne? Ich weiß nicht, wie lange das Spiel jetzt hier gehen sollte. Sollte es zu kurz sein, dann gucken wir uns am Ende auf jeden Fall nochmal ein anderes Horrorabenteuer an. Hatte ich, wie gesagt, auch noch auf itch.io gefunden. Also lasst euch überraschen. Scheint sehr, sehr cool zu sein. Müssen wir mal sehen. So, hier ist nichts weiter. Wir gehen mal kurz weiter. Hier vorne noch eine schöne, kleine, idyllische Straße. Also wahrscheinlich irgend so ein kleiner Vorort, ne? Aus irgendeiner Stadt. Und wie gesagt, ne? Verzeiht mir, falls meine Stimme ein bisschen anders klingt. Muss mich hier so ein bisschen konzentrieren, sauber zu sprechen. Mein Hals brennt ohne Ende, ey. Hätte ich nie gedacht, dass man sich im Sommer, ich glaube, ich war noch nie im Sommer erkältet, Leute. Ist das erste Mal, wo ich im Sommer erkältet bin, tatsächlich. So, Tohiba, wir können hier nichts machen. Wir könnten eigentlich triggern, aber funktioniert nichts. So, also falls ich hier grunze oder so, oder husten muss oder niesen muss, verzeiht mir. Ich versuche es dann rauszuschneiden oder so. So, jetzt würde ich sagen, setzen wir uns erstmal wieder hin. Oh, wer macht denn hier ständig diese Unordnung? Also das triggert mich immer wieder richtig. Wir können es leider nicht triggern und wieder zurücklegen. Nervt mich ein bisschen. Na gut, wir setzen uns wieder hin und essen weiter. So, jetzt mit der Familie frühstücken. Ja, ein paar haben wir ja noch drauf. Wir brauchen nur ein Happen und dann ist das Ding aufgegessen. Wir drücken da mal rauf hier. So, die sitzen immer noch hier. Jetzt, Leute, esst doch mal hier eure Sachen auf. Wir haben übrigens wieder hier so einen VHS-Filter, ne? So ganz leicht. Grisselt hier so ein bisschen, wie man ja sieht. Die da hinten sitzt so ein bisschen schräg. Also, wie will sie denn da hinten ihr Ei essen? Ach, naja, egal. Wir essen auf jeden Fall jetzt unser Pancake. Eher das Ding hier kalt wird. Zack, aufgegessen hier unten. Das Butterstück haben wir liegen lassen. 12:35 PM. Also, 12:35 Uhr. 35 mittags, oder? Ich glaube ja. 12.35 Uhr Mittag. Crime News. Missing People. Leute. Scheinbar geht's wieder um vermisste Personen. Ein asiatisches Bild. Ja, wir sollen wahrscheinlich runtergehen. Machen wir auch gleich. Aber erstmal müssen wir uns hier erstmal wieder so ein bisschen umgucken. Ach ja.
Ja, und wie gesagt, ne, Verzeihung, ich bin auch ein bisschen abgelenkt heute hier durch diese Erkältung. Ist dann doch ein bisschen schwerer zu reden und so. Aber ich gebe mir größte Mühe, euch hier trotzdem irgendwie zu beglücken. So, haben wir hier noch irgendwas? Können wir die Türen irgendwie öffnen? Wir können die Türen tatsächlich öffnen. Das ist ja genial. Ein Schlafzimmer. Was soll man eigentlich tun jetzt? Haben wir hier irgendwo eine Information, was wir tun sollen? Ja, ich glaube nicht. Aber ich muss sagen, der Grafikstil, oder? Der sieht doch eigentlich auch ganz gemütlich aus. Ganz schick. So, wir haben jetzt die Zeitung in der Hand. Crime News. Missing People. Wahrscheinlich müssen wir damit runtergehen. Wir machen es jetzt einfach mal. So, sehen wir hier draußen irgendwas? Noch ein schöner kleiner Garten hier vorne. Gucken, ob die immer noch sitzen. Nee, die sitzen nicht mehr. Herausfinden, wer klingelt. Ach so, und mir fällt gerade auf, das Spiel ist ja auf Deutsch. Das ist ja cool gemacht. So, da vorne steht jemand. Wir gucken erstmal, was hier noch so los ist. Ja, renn nicht weg, ich komme gleich. So, wie hieß die jetzt hier nochmal? Barbara. Barbara, hast du irgendjemanden bestellt? Pizza oder so? Weiß sie wahrscheinlich gerade nicht. Warum hast du deine Hand in deiner Hose? Naja, ich will es vielleicht gar nicht wissen. So, können wir mit ihr reden? Wir können mit ihr reden. Luise heißt sie eigentlich. Liebling, kannst du den Fernseher ansehen? Ich glaube, er funktioniert nicht. Aber selbstverständlich, Schatz. Luise, das machen wir doch gern. Oh, ich mag deine Holzfrisur. Wirklich, die ist wunderschön geworden. Hoffe nur, dass sie nicht so schwer ist. Naja, egal. So. Wir müssen den Fernseher reparieren. Was machen wir zuerst? Ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Türe und gucken nach, wer da ist. Sieht aus wie der Pfarrer oder so. Oder? Nee, ein Polizeiofficer, Leute. Wir gehen mal an die Tür. Ein Polizist. Ja? Herr, wir untersuchen einen kürzlichen Brand in einem Lebensmittelgeschäft. Ja? Wir fragen nur die Nachbarn, ob jemand etwas gesehen hat. Naja, nein, eigentlich nicht. Wir kaufen normalerweise immer im Einkaufszentrum ein. Und ich weiß auch nicht genau, was das ist. Wir haben Ratten. Große Ratten. Oh, das ist nur unser Hund. Ja, muss ein großer Hund sein, auf jeden Fall. So, er kann es immer noch nicht fassen. Wir drücken nochmal. Klar. Ihr Hund, also. Naja, Entschuldigung für die Störung. Ja, tut mir leid, dass ich nicht mehr helfen konnte, Herr Polizist. So, und, ne? Verschwinden Sie jetzt hier. Türe zu. Wir müssen doch den Fernseher noch reparieren, Leute. 8 Uhr 8. Nachmittags. Nee, abends. 20 Uhr 8. So, Liebling, kannst du dir jetzt endlich mal den Fernseher ansehen? Ich glaube, er funktioniert einfach nicht. Ach, Luise, ich hab doch gesagt, ich mach's. Aber gerade stand der Polizist vor der Türe. Hab doch mal einfach ein bisschen Geduld. Klar, Schatz, wir machen's. So, Fernseher reparieren, Werkzeuge liegen im Schlafzimmer. So, was hat er hier eigentlich für ein Trikot dran? Ne? Anthony Sutton, 715. So, hier vorne sitzt noch unser Töchterchen. Also das hier ist Luise, können wir noch mal mit ihr reden? Liebling, kannst du den Fernseher ansehen? Ja, machen wir. So. Also, die sieht schon auf jeden Fall sehr, sehr ergonomisch aus, oder? Sagen wir es mal so. Wir haben eine wunderschöne, ja, kennt man, ne? Die gute alte Tomb Raider-Zeit. Oder Tomb Raider. Früher als Kind habe ich mal Tom Raider gesagt. Naja. So, oder wie meine Nichte sagen würde, Tom Reinhardt. So, er guckt hier immer noch in die Röhre, aber ist ja nichts zu sehen. So, was sagt sie? Wie heißt die ja eigentlich, unsere Tochter? Wissen wir gar nicht, oder? Wir können ja auch nichts weitermachen. Auf jeden Fall hat sie auch ihre Hände in der Hose. Naja, wir gehen weiter. So, wie gesagt, Werkzeuge liegen im Schlafzimmer. Können wir hier die Tür noch benutzen? Nee, können wir auch nicht. Ach ja. So. Naja, wenigstens bewegt sie sich. So ein bisschen zumindest. Rauskommen wir nicht. Ich glaube, das Schlafzimmer war oben, oder? Würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Ah, ich mag solche kleinen Spiele. Sie sind schon amüsant, ne? Muss man sagen. Diese kleinen, ja, Mini-Stories einfach. Ne? Und ich muss sagen, der Entwickler hatte übrigens auf seiner Seite geschrieben, also auf itch.io hat ja jeder Entwickler seine eigene Seite
mehr oder weniger, wo man dann sein Spiel runterladen kann. Da hat er gesagt, wir sollen sein Spiel nicht zu hart rannehmen und nicht zu hart bewerten, weil er hatte vorher zwei größere Spiele gemacht und das Ding hier hat er einfach nur entwickelt aus Spaß und er wollte sich einfach so ein bisschen entspannen und hat deswegen gesagt, Mensch, komm, mach ich hier mal aus Spaß so ein kleines Minispiel noch. So, öffnen wir mal hier die Türe. So, ich halte mir hier die ganze Zeit schon Husten an. Eigentlich müsste ich mal richtig dolle husten, aber egal. Wir ziehen das Ding hier, wie gesagt, durch. Öffne mal die Türe hier. Und ich glaube, das sieht doch aus wie Werkzeug. Nehmen wir uns das Ding mal hier. Na, jetzt. Werkzeug haben wir dabei. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal runter und reparieren die Kiste. So, snap. Aber Missing People, Leute, auf der Zeitung stand Missing People. Geht's hier wieder um irgendeinen vermissten Fall? Pass auf, das ist nicht der Hund hier drinne. Wir haben keinen Hund. Da ist doch bestimmt irgendein Typ eingesperrt. So, die warten hier schon alle. Unsere Frau sitzt ebenfalls schon bereit. So, Leute, guckt genau zu und lernt. So repariert man einen Fernseher. Dann braucht ihr mich nicht ständig fragen, sondern könnt das auch mal selber machen. Guckt euch an, wie faul ihr hier rumsitzt. Naja, so. Tohiba, reparieren wir mal jetzt hier auf jeden Fall diesen Tohiba hier. Zack. People for President. Catherine heißt sie eigentlich. Papa, du bist der Beste. Ja, sag ich doch. Juhu, Zeichentrick. Also, guckt schön. 1.08 Uhr AM. Also 1 Uhr morgens, Leute. Wir liegen hier scheinbar im... Boah, Leute! Hab ich mich erschrocken. Was ist denn mit ihrem Kopf los? Die Holzfrisur. Sie ist mit ihrem Ohr an ihrem Körper, ja, festgebunden. Angewachsen. Schatz, geht's dir gut? Hast du Nackenprobleme? Hast du Nackenschmerzen? Brauchst du eine Massage? Luise, durch Geräusche geweckt. Alles ist in Ordnung, Liebling. Ich kümmere mich darum. Gut, der Kopf ist wieder heil. 90 Grad nach links gedreht, ey. Wow. So, den Hund beruhigen, einen Schläger mitnehmen. So, Luise, schlaf ruhig weiter. Ich nehme mal einen Schläger mit. Ich beruhige mal den Hund mit dem Schläger. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier einen Schläger haben. Einen Schläger. Hier, das sieht doch aus wie ein Schläger. So, ne? Ich gehe den Hund beruhigen. Bis gleich. Ach, hey. So. Hier ist die Türe. Hier gehen wir jetzt mal raus. Also, wo ist der Hund? Draußen. Wir sollen den Hund beruhigen. Wenn's denn ein Hund ist, Leute, ne? Das wissen wir ja noch nicht. Draußen irgendwas zu sehen? Es ist mitten in der Nacht. 1 Uhr morgens, Leute. Hier hat's doch gerade geknarrt, Leute. Habt ihr's gehört? Auch dieses Gestöhne oder so. Sehr merkwürdig, sehr gruselig. So, es ist immer noch 10 vor 10. Dann würde ich sagen, wir gucken uns mal den Hund an. Hund, bist du da drin? Die Türe geht auf jeden Fall auf. Nicht abgesperrt. Wir gehen mal runter, Leute. Irgendwas passiert doch jetzt. Und? Da vorne sind auf jeden Fall Näpfe. Und bist du da drin? Und? Ich will eigentlich nicht weitergehen. Ich habe einen Baseballschläger dabei. Und? Das ganze Haus überprüfen. Leute, nee, hier ist kein Hund. Hä? Wer hat denn hier drin ständig gegen die Türe gerappelt? Was haben wir hier? Paint. Farbe. Und warum bitte ist hier ein Laptop? Können wir ranzoomen? Ja, wir können ranzoomen. Was ist das denn, Leute? Die haben hier drin eigentlich einen Hund eingesperrt, aber jetzt ist hier irgend so ein Laptop drinne? Naja, warum auch immer. So, wir gehen weiter. Wahnsinnig super scharfe Bilder. Ja, ne? Ihr erkennt ja, was da drauf ist. Sieht richtig gut aus. Würde ich mir auch hinhängen. Hier noch so ein Hocker. Leute, was ist das bitte hier für ein Raum? Leute, da fällt mir ein ganz kleiner Filmtipp. Den muss ich euch sagen. Und zwar der Film Fresh.
F-R-E-S-H, Fresh, ne? Wie frisch. Müsst ihr euch mal angucken. Ich glaube, den gab es bei Disney Plus, ein Horrorfilm. Und ich glaube, ab 18 Jahre alt, richtig, richtig cool. Ich will jetzt gar nicht so viel verraten. Guckt euch den mal an. Der Film heißt Fresh, den müsst ihr euch mal angucken. Ist ein Horrorfilm und ja, da gibt es so die ein oder andere lustige Szene, aber ansonsten richtig, richtig spannend. Müsst ihr euch mal angucken. So, wir machen weiter hier. Das ganze Haus überprüfen. Na gut, dann gehen wir mal wieder raus und gucken uns mal hier das Haus an. Wow. Leute, wer war das? 8.18 Uhr morgens. War das der Polizist? Leute, mein Herz. Eieiei. So, Space aufstehen. Und hier sind überall Ketten. Wartet mal. Wir stehen mal auf. Leute, diese Ketten hier. So hält man doch keinen Hund. Ey, ich sag's euch. Diese Familie ist mysteriös. Die haben hier doch irgendjemanden versteckt drinne. Und wir so als Vater, wir haben wahrscheinlich hier die Kontrolle darüber oder so. Naja, wir gehen mal hoch. Ach, nee. So. Türklinke ausprobieren, klopfen versuchen, die Tür drücken. Wir probieren mal die Türklinke. Funktioniert natürlich nicht. Wir klopfen mal. Leute, lasst mich hier raus. Ich bin's, euer Vater. Die Tür drücken. Geht nicht. Leute, wir kommen hier nicht raus, hä? Hallo? Bob? Bist du da draußen? Luise? Luise? Ich bin hier im Keller, wo der Hund eigentlich ist. Unverständliches Geplapper. Hey, Billy, bist du das? Kate? Schatz? Hä? Keine Sorge, Kumpel. Es ist nur unser Hund. Leute, sind wir jetzt... Ah, okay, die Zeit ist zurückgespult worden. Wir erleben jetzt die Perspektive, naja, des Hundes? Aber wir sind kein wirklicher Hund. Wir sind also wirklich irgendeine Person, Leute, die hier gefangen ist. Und wir leben's... wir erleben es quasi aus der Perspektive der Person aus dem Keller hier oder so. Aus dem Geheimraum. Leute, lasst mich raus hier! Was seid ihr für eine verrückte Familie? Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier irgendwie noch fliehen. Fünfundfünfzig. Leute, da unten ist ein Countdown. Top Supporters. Der Zuhörer. Dina Air? Testers? Leute, ist das Spiel zu Ende? Wir sind hier gefangen im Keller, Leute. Da oben hat die Familie geredet. Wir sind gar nicht mehr der Vater. Wir sind also wirklich der, naja, entweder Hund, aber wahrscheinlich nicht. Die haben hier wirklich irgendeine Person im Keller gehalten. Aber warum? Was ist das für eine verrückte Familie da oben? So, und jetzt läuft einfach mal der Abspann. Das Spiel ist vorbei, Leute. Naja, gut, ne? Also man muss auch sagen, der Entwickler hat ja nicht zu viel versprochen. Er hat es ja wirklich so präsentiert. Ein kleines Spiel. Naja, so, 8 Sekunden noch. Passiert jetzt noch irgendwas? 5. The Dog bei Ships Captain Studios. Subscribe on itch.io. Support on Patreon. Nun ja. Zum Hauptmenü zurückkehren? Ja, gern. Also Leute, das war The Dog. Und wie gesagt, ah hier im Deutsch, Experimental. Tschechisch, Englisch, Deutsch und Russisch. Also wie gesagt, ne, der Typ, also der Entwickler hat ja gesagt, das Spiel ist eher klein. Er hatte vorher zwei größere Projekte gemacht. Und hier auch noch Version 1 Alpha. Also noch eine recht frühe Version, würde ich jetzt mal behaupten. Aber an sich, das Spiel ist kurz, klar. Die Grafik jetzt auch nicht wirklich krass. Aber ansonsten hat es mir eigentlich Spaß gemacht. Eine interessante kleine Minigeschichte. War auf jeden Fall sehr mysteriös. Ich dachte tatsächlich wirklich, dass wir irgendeinen Hund eingesperrt haben. Vielleicht irgend so ein ganz gefährlichen Hund oder so, der ja uns angreift oder, keine Ahnung, Polizisten angreift oder irgendwas anderes oder Kinder draußen oder so, naja. Und
Ja, dass wir ihn quasi drinne festhalten müssen, bevor er uns selbst angreift oder wir eventuell noch flüchten müssen. Aber wir haben ja auch hier eine Hundehütte. Oder halten die hier? Da gibt es doch auch so eine, ah, so ein Fetisch, ne? Wo Leute Tiere oder nie Menschen halten und die Menschen so tun, als wären sie Tiere. Vielleicht haben wir es hier mit sowas zu tun. Ach, keine Ahnung, vielleicht habe ich auch nur eine große Fantasie. Egal. Auf jeden Fall, ich fand das Spiel ganz cool und ja, ne? Ich würde sagen, wir sind jetzt bei 23, 24 Minuten. Ja, kommt, ihr habt doch bestimmt auch Bock, oder? Kommt, wir beenden das Ding jetzt hier und ich würde sagen, wir starten mal das andere Spiel noch ganz kurz. Gucken uns das Ding einfach mal an. Das hier, wie gesagt, war ganz cool. Coole Geschichte, cool gemacht. Grafik auch ganz in Ordnung. Ich mag hier, wie gesagt, diesen tollen VHS-Filter. So, beenden wir das Ding mal hier. Verlassen uns zurück zum Desktop. So, machen wir wieder hier einfach ungeschnitten. Und dann haben wir hier Neglected Windows, Neglected und wir starten mal Neglected. Viel Spaß, Leute. So, und das Ding sieht doch schon mal ein bisschen düsterer aus. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ding jetzt hier ausspricht. Wahrscheinlich Neglected. Ja, oder? Neglected heißt das Ding wahrscheinlich. Leute, hört euch mal diese Musik an. Diesen Sound. Wow. Das ist echt cool gemacht. Diese alte Fernbedienung hier unten, diese Lichteffekte. Also, ich muss jetzt schon sagen, das Hauptmenü sieht schon mal gut aus. Und ich glaube, Neglected heißt so viel wie vernachlässigt sein oder so. So, ich würde sagen, wir drücken jetzt hier mal eine Taste. Press any button. Drücken wir mal hier die linke Maustaste. Ah, Settings. Wir gucken mal kurz bei Settings. Resolution. Ja, passt alles. Fullscreen. Back. Und dann würde ich sagen, Play, Leute. Viel Spaß bei dem zweiten Projekt noch. Neglected. Mickey Mouse. Wir spielen übrigens ein kleines Mädchen. Sind hier in unserem Kinderzimmer. Oh, dieser alte Röhrenfernseher-Sound. 4 zu 3 Format, Leute. Und es sieht jetzt schon mal richtig geil aus. Wow. Ey, diese Lichteffekte, wie realistisch sieht das aus? Mom? Mom? Jetzt haben wir hier irgendwelche Spielzeug vorm Fernseher. Leute, wir gucken uns mal hier ganz kurz um. Ey, wie cool ist das gemacht? Das sieht richtig cool aus. Diese Poster hier an der Wand. Aber man muss schon sagen, ist ja doch recht ein kahles Zimmer, ne? Also für so ein Kind. Müssen wir jetzt hier irgendwas machen? Habt ihr früher auch Mickey Mouse geguckt? Also ich schon als Kind. Ich meine, ich höre hier draußen an der Türe was. Streiten sich unsere Eltern vielleicht? Hallo, kommen wir hier raus? Wir können nichts machen. Können wir den Lichtschalter betätigen? Leider auch nicht. Ey, das sieht klasse aus, Leute. Aber was müssen wir denn jetzt tun? Sollen wir uns den Film jetzt hier ansehen? Ranzoomen können wir auch nicht. Aber auf jeden Fall läuft das richtig, richtig flüssig, Leute. Boah, ich mag das so, diese. Scheuerleisten. Leute, was passiert jetzt? Wir haben eine Taschenlampe jetzt. Der Fernseher steht hier noch. Er ist aus. Es poltert. Unsere Kuscheltiere hier. Zeichnung. Leute, es hat gepoltert. Das Poltern hat vor der Türe gestoppt. Hallo? Wow! Mom? Leute, mein Herz. Der Fernseher ist umgestürzt. Mom? Wir sagen hier ständig Mom. Was? Was sagt sie? Mom. Ständig irgendwelche Filmfehler. Hier Mom steht da dran. So, andere Lichtverhältnisse. Taschenlampe ist aus. Die Türe ist hier auf der Ritze. Ey, das sieht so cool aus, Leute. Das sieht so cool aus. Wir gehen mal langsam raus. Ey, wie realistisch sieht das aus, bitte? Wow. Da vorne könnten wir hin. Nach unten geht's auch noch. Wo gehen wir zuerst hin?
Erst nach unten? Lasst uns erstmal nach unten gehen. Rauskommen wir nicht. Boah, Leute, wie dunkel ist es da hinten. Wir haben keine Taschenlampe. Wir laufen mal rückwärts. Nee, wir kommen ja nicht lang. Es ist eine unsichtbare Wand. Wir gehen wieder hoch. Das sieht ja mal cool aus. Ist allerdings auch wieder ein ganz, ganz kurzes Spiel. Aber manchmal haben die kurzen Dinger richtig viel zu bieten, meiner Meinung nach. Jetzt gucken wir mal hier rein. Hier ist ein Spiegel. Mom? Leute, da vorne ist ein Bett. Verpixelt. Mom? Dad? Fernseher läuft? Leute, was ist hier passiert? Was ist hier passiert, Mom? Das Badezimmer. Hä? Jetzt haben wir hier Wasser auf dem Boden oder ist das Blut? Ich habe keine Ahnung. Neglected. Ein Spiel von Danny Power. Leute, wie gesagt, ein ganz, ganz kurzes Horrorspiel wollte ich euch gerne mal zeigen, weil, wie gesagt, die Hauptseite von dem Spiel fand ich sehr vielversprechend. Ich hoffe, dass von dem Spiel, wartet mal, Bessie Smith, Baby, Won't You Please Come Home, das ist wahrscheinlich das Lied. Vielen Dank fürs Spielen. Kommen wir zurück ins Hauptmenü? Ja, wir kommen zurück ins Hauptmenü. Ich hoffe, dass von diesem Spiel noch was kommt. Das war nur ein kleiner Teaser, glaube ich. Da soll noch was Großes kommen, meiner Meinung nach. Ich glaube ja. Ich glaube, das stand so auf der Hauptseite. Wäre cool. Die Grafik stimmt hier auf jeden Fall. Da könnte man was richtig Cooles draus machen. Wow. Der Sound ist so geil. Hat mich ein bisschen an PT erinnert. Auch so vom Grafikstil. Also dieses alte amerikanische Haus aus den... Ja, sah so aus wie 60er, 70er, ne? Ich glaube, PT spielte ebenfalls in den 60er Jahren oder so. Oder 70er Jahren. Ach, oh Mann, Leute. Ich liebe Spiele einfach. Am besten Horrorspiele. Richtig, richtig cool. Naja, das nächste Video übrigens kommt am Freitag wahrscheinlich raus. Dann auch wieder ein etwas aufwendigeres Spiel. Lasst euch überraschen. Gucken wir mal nach. Und wie gesagt, ich habe ja noch eine kleine Überraschung für euch. Für euren unglaublich großen Support. Lasst euch da auch noch überraschen. Da gibt es dann, mache ich einen neuen Beitrag. Und dann könnt ihr einmal regelmäßig vorbeigucken. Und genau, lasst euch überraschen, was da noch kommt. Und ich werde mich jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen ausruhen, meine Stimme schon. Ich merke nämlich langsam, wie mein Hals wahnsinnig anfängt zu brennen wieder. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne diesen Kanal hier, damit ihr die nächsten spannenden Videos nicht verpasst. Dann auch wieder im gesunden Zustand. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Marcel.